Predigt für den 27. Januar 2019. Pater Rolf Hermann Lingen-Dorsten, 21. Januar 2019. Der römische Katechismus empfiehlt als Predigtthema zum heutigen Evangelium die Mahnung, den katholischen Glauben zu bewahren. Denn bereits in der alten Kirche war es üblich, unter dem im Evangelium genannten Aussatz die Häresie zu verstehen. Immerhin wussten die Aussätzigen damals, dass sie Aussätzige waren. Aber wissen die Heretiker heute, dass sie Heretiker sind? In einer Internetgruppe, die sich schon in ihrem Namen ausdrücklich zum christlichen Menschenbild bekennt, habe ich vor einem Vierteljahr eine Umfrage erstellt. Gemäß katholischer Glaubenslehre ist die Aussage, dass nicht-katholische Gemeinschaften Mittel des Heiles sind, a. eine Häresie, b. ein Dogma. C. Sowohl Dogma als auch Häresie. D. Weder Dogma noch Häresie. Die mit weitem Abstand meisten Stimmen erhielt eine Antwort, die später ein Nutzer eingefügt hatte, ohne mich zu fragen und ohne mich zu informieren. Diese weit überragende Top-Antwort lautete: In keiner Religion, nur in Jesus ist Erlösung. Außerdem gab es über 50 Kommentare zu dieser Umfrage, zum Beispiel: Ich verstehe die Frage nicht. Und: Sehr volksnahe Befragung. Seid ihr sicher, ihr habt alle unverständlichen Fremdworte ausgegraben und eingeflochten? Lach. Also, die Umfrage wird von den weitaus allermeisten mit etwas beantwortet, was gar nichts mit der Umfrage zu tun hat. Und obendrein wird die Aussage von einigen ausdrücklich als unverständlich bezeichnet. Man schreibt lieber in den Kommentaren, dass man sogar absolute Grundbegriffe wie Dogma und Häresie nicht kennt, anstatt schnell eine Suchmaschine zu benutzen. Nun zur richtigen Antwort. Ein Dogma ist ein unfehlbarer Glaubenssatz. Eine Häresie ist eine Abweichung von einem Dogma. Eines der Dogmen lautet: Die Heilige Römische Kirche glaubt fest, bekennt und verkündet, dass niemand außerhalb der katholischen Kirche, weder Heide noch Jude noch Ungläubiger noch ein von der Einheit getrennter, des ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer verfällt, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn er sich nicht vor dem Tod ihr, der Kirche, anschließt. So viel bedeutet die Einheit des Leibes der Kirche, dass die kirchlichen Sakramente nur denen zum Heile gereichen, die in ihr bleiben, und dass nur ihnen Fasten, Almosen, andere fromme Werke und der Kriegsdienst des Christenlebens den ewigen Lohn erwirbt. Mag einer noch so viele Almosen geben, ja selbst sein Blut für den Namen Christi vergießen, so kann er doch nicht gerettet werden, wenn er nicht im Schoß und in der Einheit der katholischen Kirche bleibt. Und warum diese Umfrage? Nun, eine Firma behauptet in ihren Statuten: Der Geist Christi hat sich gewürdigt, nicht-katholische Gemeinschaften als Mittel des Heiles zu gebrauchen. Betrachten wir zunächst die logische Struktur der Umfrage nach der sogenannten klassischen Logik, konkret nach dem Satz vom Widerspruch. Aristoteles schreibt: Doch das sicherste Prinzip von allen ist das, bei dem eine Täuschung unmöglich ist. Es ist unmöglich, dass dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukomme und nicht zukomme. Noch einmal langsam. Es ist unmöglich, dass dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukomme und nicht zukomme. Also, eine Aussage kann nicht in derselben Hinsicht wahr und unwahr sein. Thomas von Aquin betont bereits am Anfang seiner philosophischen Summe die Wichtigkeit der Logik. Wer sagt, dass es keine Wahrheit gibt, macht eine widersprüchliche Aussage, denn er behauptet, dass der Satz, dass es keine wahren Aussagen gibt, eine wahre Aussage ist. Weiter mit der Logik. Dogma und Häresie sind einander absolut ausschließende Begriffe. Es gibt zwar in den kirchlichen Texten auch solche Sätze, die weder Dogma noch Häresie sind, aber es ist absolut unmöglich, dass eine Aussage sowohl eine unfehlbar wahre Aussage
als auch eine Abweichung von einer unfehlbar wahren Aussage ist. In der Umfrage gab es allerdings mehr Stimmen für die logisch unmögliche sowohl als auch Antwort als für die immerhin logisch mögliche weder noch Antwort. Es herrscht also radikaler Mangel an Fachwissen und logischem Denken. Als Christ muss man das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche kennen. Gegebenenfalls muss man sich auch mit der Firma beschäftigen, jedenfalls notwendig dann, wenn man Mitglied dieser Firma ist oder sein möchte. Und dann muss man inhaltlich logisch erkennen, die Firma lehrt in ihren Statuten eine eindeutige Häresie. Sie leugnet ausdrücklich das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche. Diese Firma hat somit nicht die Kennzeichen, die gemäß Dogma wesentlich sind für die wahre Kirche Christi, nämlich einig, heilig, katholisch und apostolisch. Dementsprechend ist auch eine gleichzeitige Mitgliedschaft in der katholischen Kirche und in dieser Firma unmöglich. Eine Mitgliedschaft in dieser Firma schließt aus der Kirche aus. Die Top-Antwort der Umfrage zur kirchlichen Heilsnotwendigkeit hat mit der Umfrage gar nichts zu tun. Sie ist also bereits deshalb als Antwort komplett unlogisch. Aber davon abgesehen, wie vernünftig ist die Aussage, in keiner Religion, nur in Jesus ist Erlösung? Ist also die Lehre Jesu keine Religion? Diese Annahme widerspricht den Berichten des Neuen Testaments und überhaupt dem gesunden Menschenverstand. Denn wenn der Glaube an Jesus keine religiöse Aussage, keinen Inhalt haben soll, dann ist er eben bedeutungslos. Dann ist Jesus selbst bedeutungslos. Man weigert sich, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Man weigert sich, den Verstand zu gebrauchen. Und dieses inhaltslose, vernunftlose Etwas oder besser dieses Nichts füllt man hemmungslos mit seiner hemmungslosen Fantasie und nennt es dann zum Beispiel Erlösung durch Jesus oder wahres Christentum. Oder in Anlehnung an Thomas von Aquin: Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit außer der, die ich momentan als Wahrheit verkünde. Zum Beispiel die Wahrheit, dass es gar keine Wahrheit gibt. Die Antworten der Umfrage zeigen, dass sogar Menschen mit ausdrücklich christlichem Menschenbild unbefangen Antworten geben, die inhaltlich falsch und logisch unmöglich sind. Unsinn, Unsinn über alles. Sich im Internet informieren? Nein, niemals. Im Internet Unsinn erzählen? Ja, jederzeit. Das ist das herrschende, sogenannte christliche Menschenbild und darauf basiert ganz wesentlich auch die Macht dieser Firma. Jesus selbst verlangte von seinen Zuhörern immer wieder sowohl inhaltliches Wissen als auch logisches Überlegen. Wer sich weigert, die geschichtlichen Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen, wer sich weigert, sich mit dem Inhalten der christlichen Lehre zu beschäftigen, wer sich weigert, über die geschichtlichen Tatsachen und über die Inhalte der christlichen Lehre nachzudenken, der handelt schuldhaft. Wenn er dann zum Beispiel noch nicht einmal weiß, was Dogma bzw. was Häresie ist, und wenn er statt nachzuforschen und nachzudenken nur seine eigene Religion erfindet, dann ist das ein Nicht-Wissen-Wollen, eine schuldhafte Unwissenheit, für die er sich verantworten muss. Betrachten wir also aufmerksam die geschichtlichen Tatsachen und die Inhalte der christlichen Lehre. Meiden wir die Häresie, halten wir fest am katholischen Glauben, damit wir derans teilhaben an der ewigen Freude des Himmels. Amen.